Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Winx Club, die Suche nach dem Codex. Ich habe ja angekündigt, dass ich dieses Spiel spielen werde. Und zuerst hatte ich ja geplant gehabt, die Gameboy-Version zu spielen, aber ich habe die ausprobiert und die ist wirklich nicht toll. Deswegen habe ich nach ganz viel Betteln meinen Freund dazu gekriegt, mir die DS-Version, also dass er mir die aufsetzt. Und ich habe die DS-Version schon seit einer langen Zeit. Und ja, jetzt kann ich endlich mal DS-Spiele aufnehmen. Deswegen war auch Mission Enchantex und so nicht auf der Liste. Aber es wird bald eine neue Liste rauskommen mit DS-Spielen. Wenn ihr irgendwelche guten DS-Spiele kennt, dann sagt mir ruhig Bescheid da. Okay, was? Wieso? Okay, die Geschichte. Neues Spiel. Ja, das war nur meine Testversion. Es ist jetzt so, dass ich das ja vergiss es. Nein, das war's nicht. Okay. Es ist jetzt so, dass ich... Damit werden alle gespeicherten Daten zurückgesetzt. Dann hast du im Spiel alles, was du in Schlüssel hast und deine Muster im magischen Wandschrank gehen, verloren. Willst du fortfahren? Genau. Lösch dein gespeichertes Spiel. Du wirst deinen derzeitigen Standort in der Geschichte verlieren. Bist du dir sicher? Genau. Wir gehen mit Anfänger, weil ich in dem Spiel total schlecht bin. Falls ihr das seht, und zwar habe ich als Hintergrund, weil es ansonsten nur schwarz wäre, einmal einen Hintergrund, den ich von DeviantArt gefunden habe. Da werde ich verlinken in der Beschreibung, wo ich den gefunden habe. Und einmal die liebe Blum auf der rechten Seite mit ihrem Enchantix-Outfit. Und weil es hier ja um Enchantix geht. Und einmal die Dunkelblum, die dunkle auf der linken Seite. Die finde ich übrigens sehr hübsch. Was? Nein. Anfänger. Okay, los geht's. Du meine Güte, ich komme zu spät zur Schule. Okay, die Winx müssen Lord Darkar aufhalten, bevor er die Macht über das Universum an sich reißt. Okay. Jetzt einmal Blums Verwandlung. Da ist also in der Mitte so ein Schnitt, da wäre normalerweise der Nintendo DS, also im Weg, deswegen ist es da einfach so abgeschnitten. Aber ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefällt. Wir müssen zum Unterrichtssteller. Ich habe gehört, dass sich Monster auf dem Campus herumtreiben. Die sollen unseren Freunden nicht in die Quere kommen. Also lass uns aufpassen. Mit dem Steuerkreuz kannst du dich bewegen. Drücke den A-Knopf oder halte ihn gedrückt, um schnell einen Schuss abzufeuern. Okay. 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 Gedrückt halten funktioniert nicht. Ach doch. Okay. Muss ich einfach... Ach, okay. Einmal, da haben wir hier so kurze und so lange. Da können wir auch gedrückt halten. Okay. Da ich das Ganze an meinem PC spiele, mein Freund das mir mit einer Stunde, glaube ich, aufgesetzt hat, muss ich hier unten, also den Bildschirm, kann man das sehen? Ja. Muss ich mit der Maus hier wechseln. Okay, hi Blum. Was machen wir denn, wenn sich die Schattenmonster von hinten anschleichen? Dann drehen wir uns halt um und kämpfen gegen sie. Okay. Mit der L-Taste und der A-Taste kannst du dich nach links und rechts drehen. Ah, okay, das funktioniert sehr gut. Okay. Sehr schön. Ja, ich habe dieses Spiel versucht für den Gameboy und das sind nur Minispiele, also es wäre wirklich langweilig gewesen, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach die DS-Version. Ein Schattenmonster kommt selten allein. Vielleicht solltest du deinen Feuerschild einsetzen. Halte den B-Knopf gedrückt, um zu Blums Feuerschild einzusetzen. Dieser Zauber verbraucht viel Energie. Behalte also die Magieleiste in der rechten oberen Ecke des unteren Bildschirms im Auge. Achte auch auf die Lebensenergieleiste in der linken oberen Ecke des unteren Bildschirms. Fällt Blums Lebensenergie auf 0, dann kann sie nicht mehr weitermachen. Sie muss aussetzen und zuschauen. Das Spiel ist vorbei, wenn allen Wings die Lebensenergie ausgeht. Okay, also das ist dann diese Taste hier. Die können wir auch gedrückt halten, weil wir, während wir fliegen... Und ich weiß, es ist etwas klein, aber... Also der Bildschirm jetzt, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Hey Blum, warum kämpfst du denn ganz allein? Total unfair. Ich will auch zeigen, was ich kann.
berührst du das Porträt auf dem unteren Bildschirm, um zu ihr zu wechseln. Drück den B-Knopf, um Stellas Sonneneruption abzufeuern. Jede Eruption, die ein Monster trifft, richtet wieder und wieder Schaden an. Okay, jetzt muss ich also die Maus nehmen und hier klicken. Und die sagen das in Englisch, falls ihr das hört. Also hier ist nochmal Bloom. Bloom. Und Stella. Okay. Ah, okay. Oh. Oh ja, sehen wir schon gut. Da müssen wir gar nichts machen. Wer ist denn eure Lieblings-Wingsfee? Jetzt von Staffel 2. Das ist ja jetzt von Staffel 2 das Spiel. Ich habe ja jetzt seit wie vielen Jahren kein Wings-Spiel mehr gehabt auf meinem Kanal? 3? Sollen wir mal den Superschuss ausprobieren? Um den Superschuss aufzuladen, haltet den Y-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Trifft dich ein Monster, ist die Ladung dahin. Der Superschuss ist ein möglicher Zauber, also behalte deine Magie im Auge. Mächtiger, Entschuldigung. Ohne genügende Magie kannst du den Superschuss nicht aufladen. Okay, dann probieren wir das mal. Und... oh, das hat ja sehr gut geklappt. Huch, huch. Ich werde mir übrigens auch bald einen neuen Controller, also nächsten Monat, kaufen. Weil mein D-Pad, also das, womit man die Feen lenkt, etwas kaputt ist. Gut gemacht, Bloom. Die Monster sind erledigt. Schaut uns an. Kaum zurück in der Schule und schon retten wir mal wieder den Campus. Also ich gehe jetzt mal mein Outfit wechseln. Okay, Stella, ich werde mal sehen, was die anderen Mädels so machen. Okay. Und noch ein Schuljahr an der Alfea-Schule für Feen. Hier zeigen wir den jungen Feen den Umgang mit Wings. Ihre Magie. Alfea-Schülerinnen setzen ihre Wings zum Schutz ihrer Umwelt ein. Unsere begabtesten Schülerinnen nennen sich der Wings Club. Und da kommen sie. Schön, meine Freundinnen wiederzusehen. Ich habe sie vermisst. Hi, Bloom. Jetzt sind wir nicht mehr die Jüngsten hier. Hi, Stella. Oh, tolles Outfit. Ach so, die haben sich ja von Staffel 1, glaube ich, alle umgezogen in Staffel 2, ne? Hi, Bloom. Hi, Stella. Schön, euch zu sehen. Hi, Tekna. Worauf freust du dich dieses Schuljahr? Auf die eher technischen Seiten der Magie. Hi, Bloom. Stella, Tekna. Lassen wir es krachen. Wie war dein Sommer, Musa? Ich habe an meiner Musik und meinen Tanzschritten gearbeitet. Seht mal, Mädels, da ist Flora. Wings Club, oh, wie schön, euch alle zu sehen. Was hast du in den Ferien so getrieben, Flora? Ich habe versucht, Pflanzen zu retten und neue zu erschaffen. Darum riechst du auch immer so gut, Flora. Bei mir gehen sogar Kakteen ein. Hast du ein paar Tipps? Na klar, meistens sind es Schädlinge. Ich zeig's dir. Okay, und jetzt werden wir auch die Minispiele sehen, die es in diesem Spiel hat. Das ist aber nicht das ganze Spiel, wie wir gesehen haben. Das erste Level war jetzt das ganze Spiel. Bei dem Gameboy-Spiel war das leider nicht so. Was wirklich genervt hat. Da brauche ich jetzt aber die Maus. Und da müssen wir jetzt hier einfach draufklicken. Normalerweise würde man das mit dem Touchpen machen von dem DS. Oh, da müssen wir jetzt schnell sein. Und zwar müssen wir die Schadendinger da kriegen, bevor die an uns rumnagen. Weil ansonsten braucht es länger, bis die Pflanze da wächst. Vielleicht das noch einsammeln und das vielleicht noch. Oh, das ist sehr schön. Das war sogar sehr gut. Oh, was ist das? Oh, 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 oh. Oh Gott, da kommen schon ganz viele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme gar nicht so schnell mit. Nein. Ha, das war so gut. Okay, jetzt aber. Wir haben auch hier eine Anzeige. Also, da können wir nicht die ganze Zeit schießen. Da war auch eine Zeit. Okay, ich klicke da nochmal. Okay, Anfänger. Punktestand gespeichert. Ja, sehr schön. Wow, die Blumen riechen wirklich gut. Ich fühle mich gleich besser. Ich habe meine Aromagie-Therapie gearbeitet. Schön, dass sie wirkt. Und, Musa, kannst du schon was hören lassen? Klar, hoffentlich gefällt's euch. Okay, stelle zuerst sicher, dass Musas Instrument mit der nächsten fallenden Note übereinstimmt. Wenn die fallende Noten das Keyboard erreicht, tippe sie mit dem Touchpad an. Oder jetzt hier,
mit der Maus für uns. Hier sind die Instrumente, hier sind die Leben per Instrument. Sobald das in diesem Kreis ist, sollten wir dann die Taste drücken und einmal ganz schnell switchen oder besser gesagt rüberwechseln. Das kann man in allen Stufen spielen, also schwer, mittel, alles mögliche. Das kann man dann auch vom Menü spielen. Aber ich muss doch sagen, es ist etwas einfacher mit dem Touchpad als mit der Maus jetzt, aber das macht nichts. Oh, oh. Da habe ich schon falsch geklickt. Oh Gott. Bei dem Nintendo DS ist es ein bisschen einfacher, weil man dann halt noch die andere Hand benutzen kann, um dann halt die Instrumente zu wechseln. Jetzt geht das halt nicht. Aber wir sollten trotzdem, denke ich mal, ganz gut zurechtkommen. Die Musik ist sehr, sehr schön in diesem Spiel. Und ich kann das Spiel wirklich eigentlich nur empfehlen. Aber nicht das Gameboy-Spiel. Ich kann nicht glauben, dass das nur Minispiele sind. Und das... Da habe ich dann auch noch... Habe ich auch gleich das Spiel schon mal zurückgegeben. Also... Oder werde ich zurücksenden. Das werde ich nicht behalten. 10 Euro für Minispiele? Nee, muss nicht sein. Oder jetzt 8 Euro. Muss aber auch nicht sein, dass ich 8 Euro für Minispiele zahle. Also wenn ich da von normalerweise ein ganzes Spiel haben kann, wie jetzt zum Beispiel das hier, obwohl das war ein bisschen teurer damals, als ich das zuerst gekauft habe. Aber wir haben ganz gut... Oh, AA. Ich glaube, 3x A ist am besten. Okay, weiter geht's. Oh, Musa, deine Musik ist so anregend. Danke, Tekna, das freut mich. Und was treibst du so? Ich entwickle einen effizienteren Prozessor mit 64 Terabyte pro MS-Leistung. Das sagt mir überhaupt nichts. Zeig doch mal. Okay, ich erstelle den kürzesten Pfad vom Input zum Output. Knifflig ist, das System zu debuggen. Passt auf. Ich glaube, das ist eines meiner... Genau. Hilf Tekna, den Kreis zu schließen. Benutze den Touchpad zum Ziehen von Platt. Verbinde Platten, um ans Ziel zu kommen. Mache mit dem Touchpad Käfer platt. Beschleunige den Fluss, um mehr Punkte zu sammeln. Und das ist einfach, ich glaube, das ist mein Lieblingslevel. Es ist so viel Spaß. Okay, wir fangen jetzt hier an. Und ziehen das jetzt einfach hier rüber. Wenn es irgendwelche DS-Spiele gibt, die ihr wollt, dass ich sie spiele, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass mal wieder ein Wings Club Spiel kommt, auch wenn es nicht so schön ist wie, oder nicht so, jetzt müssen wir hier drauf drücken, nicht so genauso ist wie unser PC-Spiel, weil das ja DS ist, also ist es ein bisschen anders, aber ich hoffe, oh, Käfer, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Halt, ist da nochmal ein Käfer? Oh, da ist nochmal ein Käfer. Jetzt ist der Käfer weg. Sehr schön. Okay. Die Taste war's. Okay. Ich schnall's immer noch nicht, aber damit kann ich bestimmt noch schönere Muster erschaffen. Was hast du denn den Sommer über gemacht, Stella? Mein neues Solarkraftsystem kommt gut voran. Mit einem gefangenen Sonnenstrahl vergrößere ich meine Wings. Zeit, um Wings Power aufzubauen. Rette alle Pixies. Zieh Linien mit dem Touchpad und halte den Sonnenball auf dem Bildschirm. Rette alle Pixies, bevor die Zeit um ist. Ich glaube, das ist einer der wenigsten Spiele, die ich eigentlich... Oder Minispiele... Nein. Spiele, die ich in diesem Spiel mag. Weil es doch... Nein. Weil es halt so etwas schwerer ist. Okay, dann nochmal. Nochmal versuchen, bitte. Oh, guck mal. Das ist schon einfacher. Das war jetzt viel einfacher. Okay, da hatten wir mehr Glück. Okay, weiter geht's. Was für eine tolle Art, Wings zu schaffen. Dann benutze ich meine Wings für neue Klamotten. Typisch Stella. Und wie war dein Sommerblumen? Ganz nett, aber... Aber was, Süße? Was ist passiert? Oh, Stella, ich habe seit Monaten so einen komischen Traum. Keine Sorge, Blumen. Erzähl mal. Also, ich jage so eine Kreatur durchs unterirdische Reich. Ich glaube, das ist nochmal
mein zweitunliebstes, oh, schnell, mein zweitunliebstes Spiel. Da müssen wir jetzt in dem Schatten hier sein. Und vielen Dank zu meinem lieben kaputten D-Pad, ist das sehr schwer, da irgendwie an einer Stelle zu stehen. Da kann ich kaum warten, bis ich einen neuen Controller habe, damit das nicht mehr passiert. Okay. Aber wir haben schon fast... Ich glaube, das ist die dunkle Blume. Ich bin mir nicht sicher. Ach. Jetzt haben wir es aber gleich geschafft, hoffentlich. Ja, ein bisschen... Oh, schon wieder hat die uns ausgetrickst. Was ist das? Okay, das hat uns ein bisschen geholfen. Haben wir es geschafft? Ja, mit einem B-Rang. Na, das war doch ganz okay. Okay, das ist beängstigend. Aber das ist nur ein Traum. Oh, Musa, das hoffe ich. Na klar, Blum. Freu dich lieber aufs neue Schuljahr. Hm, ich sehe mir mal die Bibliothek an. Oh, hallo, meine Liebe. Oh, du bist Concorda, die Hellseher-Pixie. Dein Seminar ist leider nur für die Älteren. Tritt näher, Kind. Ich spüre ein starkes Karma. Ich sehe 5 helle Lichter um dich herum. Aber ich habe doch nur 4 beste Freundinnen. Die 5. wirst du bald kennenlernen. Eine Feenprinzessin mit langem, wallenden Haar. Sie hat eine schlafende Baby-Pixie dabei. Oh mein Gott! Was? Deine neue Freundin ist in Gefahr. Sie umgibt eine dunkle und böse Macht, die uns alle bedroht. Oh, das klingt nicht so gut. Oh. Wer ist das? Nee, wir wissen, wer das ist. Aber vielleicht für diejenigen, die noch nicht gesehen haben, die wissen vielleicht nicht, wer das ist. Also werden wir es jetzt hoffentlich rausfinden. Ich muss die Pixies finden. Mit dem Steuerkreuz kannst du dich bewegen. Ach, D-Pad ist Steuerkreuz. Okay. Du kannst einen kurzen Zauberstrahl abfeuern, indem du den A-Knopf gedrückt hältst oder drückst. Mit L-Taste und R-Taste kannst du dich nach links und rechts drehen. Halte den B-Knopf gedrückt, um... Ah, Layla. Das ist also ihr Name. Laylas Wasserkugel zu benutzen. Dieser Spruch kostet viel Energie, also behalte die Anzeige rechts oben auf dem unteren Bildschirm im Auge. Ebenso die Gesundheitsanzeige links oben auf dem unteren Bildschirm. Wenn Laylas Gesundheit auf 0 absackt, muss sie von neuem beginnen. Aber vergiss den Superschuss nicht. Um den Superschuss aufzuladen, halte den Y-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Trifft dich ein Monster, ist die Ladung dahin. Aber Vorsicht, der Superschuss ist ein sehr mächtiger Spruch. Der Superschuss funktioniert nur mit genügend Magie. Okay. Ja, genau. Sie hat pinke Energie. Und das ist dann so wassermäßig, glaube ich mal. Huch. Siehst du, haben wir schon mal ein bisschen Magie. Da ist ein Herz. Oh. Und das sieht so aus wie gerade da, wo wir mit Blumen waren. Okay, ups. Ach, dieses blöde D-Pad oder dieses Steuerkreuz. Da freue ich mich schon. Bei dem Xbox 360 Controller, damit spiele ich ja, ist es so blöd. Und ich habe das dann auch 50 Mal fallen gelassen und dann ist es jetzt ganz wackelig. Ich hoffe allerdings, dass wenn ich nächsten Monat meinen Xbox One Controller kriege, dass es dann besser ist, weil die haben ja ein neues Steuerkreuz. Was sehr, sehr viel besser ist übrigens. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal so einen Daumen abknickt und dann das einfach so stecken bleibt, sage ich mal, und wehtut? Das ist mir auch gerade passiert. Das ist nicht so gut, wenn man Videospiele spielt. Okay. Aber wie gesagt, ich finde diese Version eigentlich... Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen suchen. Ich finde diese Version eigentlich sehr, sehr gut. Das ist meine Lieblingsversion von dem Spiel, sage ich mal. Wie findet ihr denn dieses Spiel soweit? Also wir sind ja jetzt noch nicht fertig, aber... Wenn der schwarze Phönix zurückkehrt, greifen wir gemeinsam an. Aber Digit, wir haben kaum Energie, wir können nicht zaubern. Weiß jemand etwas Besseres, Loket? Vielleicht müssen wir gar nicht zaubern. Sondern Chatter? Mit Hilfe der Psychologie müssen wir die Schwachstellen der Bösen herausfinden. Wenn wir wissen, warum er so böse ist, können wir das gegen ihn verwenden. Er ist böse, weil er einsam ist. Er muss sich verlieben. Genial, Amore. Darauf einen Tusch. Hey, Amore. Hey, hey, hey. Ich bitte dich, das gehört sich doch nicht, Chatter. Jemanden zu unterbrechen, aber auch nicht, Tune.
Oh je, tut mir leid, Chatter. Entschuldige, aber pst, da kommt jemand. Hey Mädel, schön euch zu sehen, alles klar? Oh. Piff ist aufgewacht. Sie wusste, dass du hier bist, Layla. Keine Sorge, ich werde euch alle heil nach Hause bringen. Und wenn der Phönix zurückkommt? Dann bekämpfen wir ihn gemeinsam. Was war das? Keine Ahnung, hoffentlich nicht dieser Phönix-Loser. Was höre ich da? Niemand nennt mich einen Loser. Du und deine Pixies, ihr seid die Loser. Und meine Gefangenen, schnappt sie euch. Okay. Die Wings müssen Lord Darkhal aufhalten, bevor er die Macht über das Universum an sich reißt. Und hier ist einmal Layla, die sich jetzt verwandelt. Und die sieht eigentlich, finde ich, ganz hübsch aus. Aber ich habe nie ihre Barbie gehabt, nie. Ich glaube, die war super, super selten. Hattet ihr denn eine Barbie von ihr? Also jetzt, wo sie jetzt damals so wie jetzt aussah. Hattet ihr da eine Barbie oder eher nicht? Ich glaube, wir müssen hier einfach nur wieder fliegen. Ich bin mir aber nicht sicher. Also später ist es dann nicht nur so rumfliegen, da müssen dann auch Sachen gemacht werden. Aber das sehen wir dann oder seht ihr ja dann. Und wie findet ihr den Hintergrund mit Blumen und der dunklen Blumen? Ich kann die Feen auch gerne ändern. Also ich habe da noch Layla und Tekna. Ich weiß das aber immer im Voraus gar nicht, wer da dran kommt. Also lasse ich da einfach mal die beiden Blumen da, weil es ja um die geht. So ein bisschen. Bisschen sehr. Und ja, aber im Thumbnail werde ich dann natürlich alle die Feen reinpacken, die ich jetzt hier in diesen Abenteuern benutzt habe. Also momentan sind das Bloom, Stella und Layla. Okay, jetzt einmal hier rüber. Huch. Ich glaube, man kann auch bei der DS-Version überall aufhören. Und dann wieder von vorne oder sowas anfangen. Weil man das ja bei der Gameboy-Version, bei den alten Spielen, wie ihr ja gesehen habt, oh, nicht machen konnte. Geh weg. Ha. Oh, da ist auch noch was. Wo ist es denn? Ah, da, okay. Nee, du kommst jetzt nicht davon. Okay, sehr schön. Dann kannst du jetzt weitergehen. Und wir können weiterfliegen. Oh, nochmal so ein Vogelding. So ein hässliches Vogelding. Also die sehen ja wirklich hässlich aus, oder? Also hübsch würde ich die ja jetzt nicht finden. Oh. Oh. Ach, fliege ich auch noch überall hier rein. Aber ich glaube, ich hatte eine Freundin, die genau diese Layla als Barbie hatte. Aber ich war... Aber ansonsten habe ich keine Freundin gehabt, die das eigentlich hatten. Ich hatte die auch nicht. Da gab es ja noch die Layla Enchantix und eine meiner Freundinnen hatte die. Und das war es dann aber auch. Ich glaube, die war auch die teuerste Barbie, die man haben konnte. Dein Aufbegehren ist nutzlos. Du kannst mich nicht besiegen. Ich werde das Universum beherrschen. Oh. Oh? Habt ihr eure Freunde auch so vermisst? Ich freue mich so auf Brandon. Timmy und ich haben uns gemailt, aber das war alles, nur virtuell. Er half mir mit der Key-Eye meines Prozessors. KI. Ach, kann schon gar nicht mehr reden. Okay, dann fangen wir wieder an mit meinem Lieblingsspiel. Okay. Na, hier runter. Oh. Nein, geh weg. Ich finde es so lustig, wie sie dann das auch noch so da drauf tritt. Okay, und am Anfang hier jetzt, seht ihr ja, da kommen immer die Teile, die ich brauche, aber nach einer Weile ist es gar nicht mehr so. Das ist jetzt wirklich nur das Anfangslevel, dass die da etwas einfacher machen. Okay, und fertig. Dann müssen wir nur noch hier drauf drücken. Und schneller losgehen. Und wir können die sogar anziehen, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Wie wir das machen können. Da könnt ihr dann auch gerne sagen, wie wir wen anziehen sollen, wenn ihr wollt. Okay, sehr schön. Okay. Spiel gespeichert. Ich habe für Riven einen Song geschrieben. Okay.
Dann lass den mal hören, Muser. Ich glaube, der klingt ein bisschen wie der andere Song, oder bin das nur ich? Okay, Gitarre. Dann warten wir mal, bis die Gitarre hier unten ist. Und dann klicken wir drauf. Jetzt einmal noch das DJ-Mixpult. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ich hoffe. Heute habe ich so meine schönen Sprachfehler schon wieder. Kennt ihr ja schon. Und natürlich wird heute von diesem Let's Play noch eine zweite Folge rauskommen um 14.30 Uhr. Okay. Und einmal klick, 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 klick. Und hier. Und wir sind... Ich wollte gerade sagen, wir sind schön in der Combo drin, aber dann habe ich schon wieder total abgemesst. Abgemesst, sagt man so? Nein, sagt man nicht. Macht nichts. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich mich manchmal konzentriere, dann spreche ich Englisch-Deutsch gemischt. Das macht aber nichts, weil ihr bestimmt wisst, was ich meine. Und weil jeder seine Macken hat und meine Macke ist halt diese. Aber ich versuche dann natürlich daran zu arbeiten, dass ich nicht gemischt spreche. Oh, oh. Ach nein, schon wieder. 10 Combo war jetzt die höchste, die wir hatten. Okay, jetzt einmal hier. Okay. Hier. Und hier. Und auch noch hier. Oh Gott. Jetzt müssen wir ganz schnell rübergehen. Das Gute natürlich ist an diesen Herzen, weil wir so viele haben, ist, dass wenn was passiert, dass es eine Weile braucht, bis wir dann Game Over sind. Mensch, jetzt werde ich schon richtig gut mit dem Instrumente wechseln. Siehst du, hätte ich gedacht, dass es viel schwerer ist, aber nee, ist es nicht. Okay. Okay. Sehr schön. Okay. Weiter. Ich vermisse Sky, aber er ist mit seiner Ex und deren Familie in Urlaub gefahren. Ob zwischen den beiden was gelaufen ist? Wie bist du dahinter gekommen? Ich habe Sky zufällig getroffen, als ich ein paar Drohnen kalt gemacht habe. Wieder diese blöde Schatten jetzt. Okay. Hallo, lieber Schatten, bitte warte auf mich. Ach. Nochmal versuchen. Okay, Rang F, also nicht so gut. Okay, dann sammeln wir halt das da unten nicht ein. Wahrscheinlich auch besser so, damit ich nicht wieder zerquetscht werde. Oder das sah ja so aus, als wären wir zerquetscht worden. Nein, 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 nein. Es ist so eine wackelige Angelegenheit hier mit den blöden Schatten. Ach. Blöder, blöder Schatten. Also denkt ihr, dass es die dunkle Blume ist oder dass es die normale Blume ist? Ich denke, es ist die dunkle Blume. Also Staffel 2 habe ich ja angeguckt gehabt. Staffel 3 ebenfalls. Und dann hat es bei mir dann aufgehört. Und mittlerweile schaue ich Staffel... Nee, warte mal. Habe ich Staffel 4 angeguckt? Weiß ich nicht. Okay, nächstes. Oh, hi Blum. Schön, dich zu sehen. Kennst du Diaspro noch? Unsere Familien verreisen zusammen. Hi Blum. Wie sind deine Ferien? Ganz spaßig. Und deine? Und ob, wir haben eine tolle Zeit. Darf ich dich mal anrufen, wenn wieder Schule ist? Keine Sorge, Blum. Du bist viel süßer und cooler als die. Ich freue mich auf Brandon. Oh, ich muss meine Wings vergrößern, damit meine Klamotten stimmen. Oh ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay. Also jetzt da drunter müssen wir dann eins zeichnen. Ha, geschafft. Okay. Oh Gott, das hat nicht so gut geklappt. Oh, das klappt auch nicht so gut. Oh, das hat geklappt. Okay, hat das jetzt geklappt? Huh, das hat geklappt. Sehr gut. Weiter.
Flora, es tut mir leid, ich jammere herum und du hast gar keinen Freund. Ich brauche auch keinen, ich habe meine Pflanzen, um die ich mich kümmern muss. Okay. Oh Gott, geht schon los. Geht schon heftig los hier. Die sind da gleich in die Flamme reingelaufen, habt ihr das gesehen? Okay. Hier. Ah, sehr schön. Das Grüne hilft so sehr. Und schon wieder. Ach Mensch, das Grüne ist so toll. Da will ich noch mehr davon. Von dem grünen Zeug. Okay, hier. Oh Gott, jetzt sind hier ganz, ganz viele. Das ist nochmal so ein grünes. Ja. Das Grüne. Oh, das ist nochmal ein grünes. Ha. Oh, ich liebe dieses grüne Ding. Oh, das ist ein rotes. Was macht das Rote? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was es macht. Keine Ahnung. Ha, wir haben gewonnen. Sehr schön. Das ging sehr gut. Okay, an der Stelle sehe ich euch in der Folge 2 in 2 Stunden wieder. Bis dahin, eure Käsekuchen.